Willkommen zum MS-Perspektive-Podcast. Ich bin Nele Handwerker, MS-Patientin, Bloggerin und Autorin. Ich bringe dir Interviews, Inspirationen und Informationen über das Leben mit MS und zeige dir Möglichkeiten auf, wie du die Krankheit positiv beeinflussen und das Beste aus der Diagnose machen kannst. Auf ms-perspektive.de findest du die Episodennotizen, 11 kostenlose Tipps als PDF und viele weitere Informationen. Und jetzt beginnt die Sendung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und willkommen zu Folge 239. Wie du High-Intensity-Intervall-Training oder kurz HIIT optimal langfristig nutzen kannst. Und dazu spreche ich mit Dr. Jens Bansi. Er ist der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei den Kliniken Wallens in Prefers St. Gallen in der Schweiz. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Jens, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und mein Gast und uns ein bisschen einweist in die Möglichkeiten und Chancen, die man mit High-Intensity-Intervalltraining hat, HIIT. Aber erstmal ein ganz liebes Hallo nach Prefers St. Gallen in die Schweiz. Ja, genau. Danke für die Einladung. Das hat mich riesig gefreut. Ich verfolge dich ja auch hinter den Kulissen und weiß, dass du da seitens Podcasts so quasi der Podcast bist im Bereich MS. Und das hat mich riesig gefreut, als du mir die Einladung gegeben hast. Deswegen ja, sehr schön. Meinerseits, ja. Sehr gut, so soll es sein, genau. Bevor wir richtig loslegen, wäre es natürlich ganz lieb, wenn du dich kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellst, wer du bist, damit die auch ein bisschen eine Ahnung haben, wen ich heute hier als Gast habe. Ja, so, mein Name ist Jens Bansi und ich bin jetzt mittlerweile seit 20 Jahren an den Kliniken Wallens. Als ich vor 20 Jahren, im 2004, gestartet bin, war das nur die Klinik Wallens, also es gab nur einen Standort und mittlerweile haben wir 9 Standorte, was bedeutet, Also 9 stationäre Reha-Standorte. Mhm. Und was bedeutet, dass wir da circa 1200 Patientenbetten eben betreuen und ganz sicher mal im Bereich der Neuro-Reha so der führende Anbieter sind. Wunderbar. Und seit 2020, so kurz vor mit der Pandemie, hat die Klinik sich dann dankenswerterweise entschieden, mich zum Leiter Forschung und Entwicklung zu befördern. Ich habe in 2014 eben das PhD an der Deutschen Sporthochschule gemacht, das Doktorat. Genau, und habe da dann eben angefangen, im Bereich der körperlichen Aktivität zu forschen. Wobei das PhD selber, das war noch in Wasser, da haben wir so den Land-Wasser-Vergleich gemacht, hat es Unterschiede, wenn Betroffene mit MS in 28 Grad kühltemperiertes Wasser, wenn sie da quasi so ein Fahrradtraining auf dem Hometrainer fahren und haben dann gesehen, dass das tipptopp wirkt. Aber man konnte sich am Ende des Tages nicht so wirklich erklären, was dieses Tipptopp eben bedingt hat. Also wir haben dann gesehen, dass sich Marker erhöhen in dem Wassertraining, die eben so das neurale Netzwerk ausbauen. Das ist so ein Eiweiß, Brain-Derived Neurotrophic Factor, klingt ein bisschen kompliziert. Und wir konnten uns eigentlich nur so ein bisschen vorstellen, dass es mit der Intensität zusammenhängt. Und dann haben wir ziemlich schnell nach der Verteidigung gesagt, ja, man müsste das nochmal an Land machen, nur an Land und dann mit so einem intensiven, kurz, knackig, also dieses Intervalltraining, was du schon ansprachst. Und dann haben wir recht schnell dann in 2016 von der MS-Gesellschaft Geld gesprochen bekommen und durften das dann eben in Wallens machen. Und damals in 2016, da war das noch so ganz unvorstellbar und dieser Gedankengang, dass man mit diesen knackigen, kurzen Intervallen am Limit fahren lässt, war auch für die MS-Gesellschaft sehr speziell, aber die Präsidenten, die sind da immer sehr offen und innovativ und die haben dann gesagt, ja klar, das ist, klingt doch super und dann probieren wir das mal. Und das hat dann auch recht eingeschlagen damals dann, 2017 in der Publikation, was dann dazu geführt hat, dass das medial vor allem eingeschlagen hat, dass man das Protokoll dann abgefilmt hat
von Dreisat dann eben in der Nano-Sendung so 10 Minuten einen Platz bekommen hat. Und dieses mediale Echo habe ich jetzt eigentlich nie wieder so bekommen. Obwohl die Publikation und das, was wir untersuchen, jetzt viel hochwertiger, qualitativ hochwertiger ist. Und auch so vom Journal, von dieser Fachzeitschrift her, ist das krass weit oben publiziert, wenn man das so sagen darf. Aber die breite Masse, dieser mediale Nachhall, das ist nicht mehr so passiert. Und dann komme ich mir vor wie der Nerd, der dann da super publiziert, aber eigentlich so die Masse, die kriegt das gar nicht mit und ist ihnen auch so ein bisschen dann egal, eben was da passiert. Also dieses mediale Echo habe ich nie wieder so bekommen. Ja, das ist manchmal so. Aber ich hab ein Faible für Nerds, bin mit einem theoretischen Physiker verheiratet, habe gerne Big Bang Theory geschaut. Und ich finde es total wichtig, die Erkenntnisse der Wissenschaft einfach verständlich in die Masse sozusagen zu tragen. Insofern toll, dass du heute hier bist. Wie kam es denn überhaupt? Wie hast du dich für den Beruf entschieden? Was war deine Motivation? Also ich wusste eigentlich, mit dem Abitur wusste ich, dass ich sehr gerne mit Training Personen helfen würde, könnte. Und damals wann war das? 1996. Da war eigentlich nur die Sporthochschule Köln und in Leipzig, wie hieß das? Das ist auf jeden Fall auch was, ja. Universität für Leibesübungen, irgendwas mit Leibesübungen. Schön, Oldschool-Name. Nur die beiden haben das eben angeboten. Die Kölner, die haben das Rehabilitation und Behindertensport genannt. Also auch so ein eher befremdlicher Name heutzutage. Und dann habe ich mich da beworben und man muss eben an der Hochschule muss man so einen Test machen, den ich dann auch bestanden habe. Ja, und dann habe ich da studiert und ich war ziemlich begeistert und habe recht schnell gemerkt, dass ich dafür brenne. Und dann haben wir abgeschlossen, das war dann so 2002, habe ich abgeschlossen. Und dann war einfach Valenz, war so die erste Institution, die sich dann auf meine Bewerbung dann eben gemeldet hat. Und so bin ich dann nach Valenz gekommen, mit einem Praktikum damals und bin dann aber recht schnell dann mit 60% angestellt worden und wusste eigentlich immer, dass das so mein Ding ist. Und die Klinik hat das dann auch immer sehr geschickt gemacht, immer wenn irgendwie das so ein bisschen langweilig wurde. Also am Anfang ist man halt begeistert von diesen ganzen Diagnosen und all das, was man theoretisch in den Hörsälen, in den Vorlesungen zugehört und gesehen hat. Das hat man auf einmal live, eben musste man die Diagnosen bearbeiten. Jeder Tag war so ein neues Erlebnis und irgendwann hat man sich dann in die Praxis daneben eingewühlt, durchgewühlt und dann, ja, dann brauchst du halt wieder neue Herausforderungen. Und dann der damalige Cheftherapeut, der war eben auch so eine Wasserkoryphäe mit der Batra-Gatzer-Ring-Methode, die er entwickelt hat. Und dann hat er gefragt, ja, ob das nicht so ein Ziel sein könnte, dass ich das PhD mache und vielleicht irgendwas mit dem Wasser und ein Training im Wasser, dass man da so die Effekte eben anguckt. Spannend. Ja. Aber gibst du, du magst auch Wintersport, wenn du in die Schweiz gegangen bist. Ja, natürlich, das ist so in den Genen drin. Also der Wintersport, der ist auf jeden Fall drin und ich freue mich wahnsinnig, wenn der Schnee fällt und wenn es dann anständige Minustemperaturen hat, genau. Sehr schön, ja. Der Loipe oder der Piste eben. Ja. Das ist gut. Wir haben ja auch ein ganz hübsches Kinderbuch, Jan und Jachen. Die sprechen ja so ein bisschen im Dialekt, findet meine Tochter auch total klasse. Genau, aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nicht Jan und Jachen. Kinderbücher sollen hier nicht das Thema sein. Kannst du vielleicht nochmal für alle, die es nicht so genau wissen, was es bedeutet, erklären, was High-Intensity-Intervall-Training bedeutet und wie sich's auf den Körper auswirkt? Also genau, das heißt, mit einer hohen Intensität fahre ich in einem kurzen, knackigen Intervall am Limit. Und kurz bedeutet, dass das dann, da reden wir wirklich von ein, maximal anderthalb Minuten. Und dieses Limit sind quasi meine individuellen Belastungsgrenzen, die ich dann in so einer ersten Untersuchung dann eben definiere. Das kann man sich dann vorstellen auf dem herkömmlichen Home Trainer, also so der Experte sagt dann Fahrradergometer.
lasse ich die Leistung ausgehend, die meisten Geräte, die starten bei 20 Watt und dann gehe ich jede Minute, gehe ich mit dem Widerstand eben nach oben. Das ist dann meistens bei den MS-Betroffenen circa 10, wenn sie etwas fitter sind, 15 Watt pro Minute. Und es hat eben Geräte, die das so wirklich automatisch elektromagnetisch hochsteuern. Und je mehr man dann so einen wirklich sanften Anstieg hat, also wirklich 1, 2, 3 Watt, dass es dann wirklich 10 Watt pro Minute ist und nicht auf einmal nach einer Minute geht's wieder hoch, desto besser wird es vertragen. Aber am Ende ist, glaube ich, dieses Definieren, wo ist mein Limit, das ist halt das Wichtige. Dann fährt man mit 60 Umdrehungen. Am Anfang geht es noch sehr einfach und dann je länger ich unterwegs bin, merkt man halt, dass es immer strenger wird und es wird immer schwieriger, diese vorgegebene Drehzahl zu halten und irgendwann fällt die eben ab. Meine Muskeln brennen und sind übersäuert und ich höre auf. Und das ist quasi dann der Moment des subjektiv empfundenen Maximums, also was dann gleich 100% gesetzt wird. Und wie oft gehe ich dann in das Intervall rein? Und dann habe ich so quasi, das ist dann quasi 100% und im Intervall fahre ich jetzt mindestens mit 90%. Und dann habe ich ja, ich habe in dieser Untersuchung habe ich jetzt die Herzrate, den Herzschlag habe ich mitlaufen lassen, ich habe ein subjektives Anstrengungsempfinden abgefragt und ich habe auf dem Home Trainer quasi meine Leistung in Form von der Watt abgefragt und dann habe ich vielleicht 120 Watt erreicht mit einem Herzschlag von 160, 165, wie auch immer. Und das ist gleich 100%. Und wenn ich jetzt 90% habe, dann würde ich diese 160 mal 0,9 mit 0,9 multiplizieren. Und dann wüsste ich, okay, ich müsste diesen Wert eben mindestens jetzt in diesem Intervall erreichen. Und dann fahren wir mindestens 3, maximal 5 Intervalle. Jetzt in der Studie, da würden wir gucken, dass wir 5-mal eben in diesem Intervall fahren. Das erste Intervall fühlt sich jetzt, ja, einfach ein bisschen intensiver an. Und je mehr Intervalle ich habe, spätestens ab dem 3. merkt man wirklich, dass ich am Limit fahre und dann erreiche ich auch diese 90%. Und je näher ich jetzt wirklich an die 100% komme, desto besser wird es. Und das haben wir und jetzt auch andere Kolleginnen haben das angeschaut, dass das eben auch vom System, also vom kardiopulmonalen oder vom immunologischen System, egal was sich da messt, wird das viel besser vertragen, als wenn ich am Stück kontinuierlich 30 Minuten in so einem herkömmlichen aeroben Ausdauertraining eben die Betroffenen durchfahren lasse. Okay. Und ja. Macht auch Sinn, dass ich, seitdem wir hier wieder an der Elbe wohnen, wo es ein kleines bisschen Steigung gibt, wenn ich meine Tochter auf dem Fahrrad immer mal, so auch bis zur Kita sind so drei Steigungen, aber bloß kurze, dass ich seitdem mich auch ein ganzes Stück fitter fühle. Und wir müssen auch hoch in den Garten laufen, wir wohnen hier in Hanglage. Ergibt dann total Sinn. Welche Vorteile kann denn HIIT für Menschen mit Multipler Sklerose explizit haben? Also, generell ist es ja wichtig, dass ich mich aktiv verhalte und die Welt hat so ein bisschen ein Problem, dass sie sich eben nicht so aktiv verhält. Und was wir so ein bisschen verkennen, ist, dass die WHO ja seit 2017 die Pandemie der Inaktivität draußen und ausgerufen hat. Was dann eben bedeutet, dass aufgrund von dieser Inaktivität, dass wir gewisse Schritte, gewisse Umsätze eben an körperlicher Aktivität nicht haben, sich Diagnosen ausbilden, die eben dann monetär, sozioökonomisch auf das System eben sich sehr krass auswirken. Und dieser monetäre Betrag, die WHO, die macht immer jedes Jahr, macht die so ein Update, erhöht sich das um 10, dieses Jahr dann 15 Millionen Dollar halt, die dann eben aufgrund der körperlichen Aktivität diese Folgediagnosen ein Problem haben. Das ist jetzt für normal Gesunde. Wenn ich jetzt eine Diagnose habe, unabhängig von MS, habe ich ja wirklich einen deftigen Grund, warum ich jetzt inaktiv bin und vielleicht wirklich ruhig gestellt, hospitalisiert. Wenn ich jetzt an einen Tumor denke, eine Chemotherapie, da bin ich ja wirklich
über Wochen bin ich hospitalisiert und wirklich komplett ruhig gestellt. Das heißt, ich habe eine sekundäre Komponente, die jetzt primär zu meiner primären Diagnose, die auch ja chronifizierte Entzündungen produziert, habe ich diese sekundäre Komponente, die jetzt eben auch eine massive Entzündung eben sich aufbauen lässt. Und das kumuliert. Und dagegen muss ich jetzt angehen. Und dann hat es klare Vorgaben, dass ich halt mindestens 150 Minuten pro Woche körperlich aktiv bin. Die WHO lässt das so ein wenig offen. Sie sagt einfach moderate körperliche Aktivität. Das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass man so ein bisschen, so wie du das beschrieben hast, dass man so ein bisschen fokussierter in den Spaziergang geht, dass man nicht schlendert, einfach sich fokussiert, jetzt laufe ich, vielleicht mal einen schnelleren Abschnitt habe und dass ich da wahrscheinlich auch ein bisschen kurzatmiger werde, aber nicht gemütlich über den Weihnachtsmarkt schlender. Das wird dann halt da nicht reinfallen. Und sie lässt mir aber dann, je intensiver das wird, so eine Verkürzung dann eben zu. Das heißt, wenn ich jetzt intensiv dran bin, dann brauche es halt nur 75 Minuten. Und die Auswirkungen, die eben diese körperliche Aktivität hat, die sind halt krass. Also Schlaganfall wird um 50% reduziert, Diabetes um 50%, das Risiko von Alzheimer um 2/3 runtergeholt. Also genau, ein wahnsinniger Effekt. Und man würde sich fragen, ja, Moment, wenn es doch dieses Medikament geben würde mit all diesen tollen Effekten, warum nehmen wir das denn nicht? Und darum geht es dann. Und was dann hinter den Kulissen eben passiert, ist halt dann eben, dass das entzündliche Geschehen beeinträchtigt wird, positiv beeinträchtigt wird, dass ich halt belastungstoleranter werde, dass ich diese ganzen kardialen, kardiopulmonalen Risikofaktoren runterhole. Sobald ich halt mehr als 10, 15 Minuten körperlich aktiv bin, beeinflusse ich auch die Emotionen. Das heißt, so depressive Verstimmungen lassen sich viel effizienter eigentlich mit einer körperlichen Aktivität. Und je strukturierter die wird, mit dem Training beeinflussen als eben die Medikation. Also all das wirkt hinter den Kulissen und eben, was jetzt bei der MS mit dieser chronifizierten Entzündung passiert, ist eben immer genau das Negative. Also Entzündung wird aufgebaut, es wird sofort das Schlafverhalten beeinflusst, es werden Emotionen beeinflusst. Also genau, das heißt, ich habe sekundär einfach da durch dieses inaktive Verhalten, habe ich halt ja Spiralen, die laufen, die da halt sehr kontraproduktiv sind. Und das verändere ich und dieses An-Aus ist so wie, das System wird gestresst und es hat das Gefühl, hoppla, ich bin gestresst und dann ist schon wieder vorbei. Und dieses An-Aus, reingehen, wieder rausgehen, das hat halt einen wahnsinnigen Effekt daneben auf all die Mechanismen, die dann so hinter den Kulissen daneben ablaufen und es werden halt ganz viele Faktoren durch diesen kurzen, intensiven Reiz eben getriggert, die dann eben ja fast medikamentöse Effekte haben eben. Ohne großartige Nebenwirkung, außer vielleicht ab und zu mal eine Sportverletzung. Die kann man ja nicht ganz ausschließen, muss man ja zugeben, ne? Aber ja, genau, wenn man zum Beispiel wie ich einfach bewundert, was da gerade für ein hübsches Solarthermie-Ding auf dem Dach ist und ich dann fast gegen irgendeinen Boller gefahren wäre, aber nur fast. Also immer ein bisschen vorsichtig, die Straße im Blick behalten, wenn man Fahrrad fährt. Aber gut, das passiert. Wie sieht denn ein sicherer und effektiver HIIT-Trainingsplan für MS-Patienten aus, die jetzt vielleicht nicht das geführt mit dem Physiotherapeuten machen, sondern von sich aus starten wollen? Weil ich meine, es ist ja immer gut. Es gibt ja so eine Regel, was man schafft, in den ersten 24 Stunden anzufangen. Das führt man vielleicht auch fort und wenn man sich's vornimmt und auf irgendwann verschiebt, startet man vielleicht nie. Ja, vielleicht muss man da jetzt auch so ein bisschen einschränken und ganz klar und ehrlich sagen, dass es wahrscheinlich eher unrealistisch ist, wenn ich jetzt ohne Experte, ohne Coach probiere, am Limit zu fahren. Das ist so wahnsinnig schwer und da muss ich auch sagen, dass ich es auch nicht
kann, wenn ich nicht eine Person neben mir hat, die wie Richie the Coach mich halt an mein Limit brüllt, quasi. Und man muss es so ein bisschen pragmatischer sehen, dass dieses hochintensive Intervalltraining dann einfach bedeutet, dass ich Momente in meine Trainingsroutine einbaue, wo ich eben aus dieser alltäglichen Routine dann eben ausbreche. Und die tägliche Routine, das sind dann eben 80%, wo ich mir vornehme, dass ich halt eben, ja, ein Ausdauertraining und oder ein Krafttraining daneben mache. Und diese 80% sind auch dann wahrscheinlich in einem Bereich, wo ich das Gefühl habe, dass ich das Stunden weitermache. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen langweiliger, weil ich dann Stunden eben auf dem Hometrainer sitze und einfach kontinuierlich fahre oder anderthalb Stunden ein bisschen schöner ist natürlich draußen, dann an der Elbe, an dem Fluss entlanglauf oder durch den Wald lauf. Und das, was halt Spaß macht, eben dieses Intensive, das ist halt homöopathisch 20%, was ich daneben einbaue. Also wenn ich 3 Trainingstage habe, dann würde ich einen Tag eben intensiver machen. Mhm. Und da buchse ich dann halt in dem Moment aus. Und der Körper, der liebt eigentlich so gleichbleibende Zustände. Also der wird am liebsten immer diese 80% haben. Täglich dann eben 1,5 Stunden Spaziergang, immer dieselbe Strecke. Der Kopf hat sich so eingegroovt auf die Strecke. Man weiß haargenau, was geht. Also das liebt er. Und da muss ich ihn halt so ein bisschen aus dem Trott bringen, auf den falschen Fuß erwischen, indem ich dann eben eine Einheit einbaue, wo ich kürzer gehe, aber dafür, so wie du sagst, einfach mal bergauf. Und dann, jetzt probiere ich diese Strecke bergauf so schnell wie möglich zu gehen. Und vorher habe ich natürlich so ein bisschen sicherheitsmäßig gecheckt, dass es da auch vielleicht eine Bank hat, oben an der Kuppe, am Kumulationspunkt, dass ich dann auf die Bank dann so kollabiere und dass es halt sicher ist. Also das ist klar, daneben vorauszusetzen, dass ich dann nicht einfach gib ihm und Augen zu und durch, sondern dass ich da schon weiß, okay, ich habe die Bank da hinten und ich komme auch dann wieder zurück quasi, genau. Ja, das ist gut, genau. Ich habe ja auch so ein schönes, ich kann bei uns wenige Meter, dann kann ich nach oben steigen und dann bin ich auf dem Plateau des Sandsteins und kann schön auf die Elbe runtergucken. Mache ich immer mal. Und das ist bemerkenswert, also jetzt mit schwangerem, langsam immer dicker werdendem Bauch, laufe ich das nicht mehr zügig hoch, aber ich japse dann oben durchaus, ne? Angepasst halt an das Körpervolumen, sage ich mal. Ist das schneller oder langsamer, was mich zum Japsen bringt, aber ich habe dann einen schönen Ausblick. Und es ist ein bisschen was anderes. Ich brauche da auch immer Abwechslung, sonst ist mein Geist, der findet diese Langeweile nicht so dolle. Der findet es anstrengend, wenn das so langweilig ist, sich dann zu motivieren. Welche Rolle spielt denn die individuelle Belastbarkeit bei der Festlegung der Intensität und Dauer der Übung? Weil gerade im MS-Bereich hat man natürlich ein sehr großes Spektrum, wie es dem Betroffenen geht. Also am besten wird meistens das Radfahren toleriert und da kriege ich dann oft, ja, kriegt man das sehr gut hin. Und je individueller ich das Training gestalte, umso effizienter wird das natürlich. Das heißt, alles, was ich subjektiv einschätze, das ist vielleicht dann auch eben durch die Diagnose und oder vielleicht durch diese längere Phase der Inaktivität ein bisschen beeinträchtigt. Was dann bedeutet, dass ich die Belastung viel höher einschätze, als ich eigentlich hinter den Kulissen eben vertrag. Also meistens schätze ich das subjektiv viel schwerer ein, als das, was ich dann eben leisten kann und leisten könnte. Deswegen, je individueller, je mehr ich dann eben so eine Belastungsuntersuchung vor ein Training schalte, desto besser ist es. Aber das braucht dann natürlich wieder den Coach, es braucht wieder den Therapeut, der das dann macht. Das hat dann wieder Aufwand. Das heißt, ich muss dann wieder in die Einrichtung, in die Praxis. Ich habe wieder einen Weg, den ich dann machen muss. Deswegen würde ich eigentlich sagen, ja, wenn es halt dann nicht geht, das Wichtige ist, dass man sich halt dann bewegt und dann lässt man das halt dann sein, wenn es halt unrealistisch ist.
Ja, lieber bewegen als nicht bewegen, und genau, aber das stimmt. Meine, schon. Was dann immer interessant ist, so mit den Betroffenen, wenn man dann subjektiv daneben die Ziele setzt, was sie haben, dann ist klar, das Gehen ist natürlich so ein ganz wichtiger Faktor. Und die Lebensqualität hängt natürlich ganz stark von dieser Gehfähigkeit ab. Und dann ist es in vielen Momenten erstmal so ein bisschen unrealistisch, wenn ich die Betroffenen daneben auf das Rad, auf den Hometrainer setze. Und Moment, das Ziel ist doch eher, ich will länger gehen und ich will vor allem schneller gehen können. Und jetzt fahre ich Rad. Und da ist halt eben der rote Faden, dass eben diese kardiorespiratorische Fitness ganz eng eben mit der Gehfähigkeit abhängt. Und da haben die dänischen Kollegen, die haben das recht gut aufgezeigt, dass eben, wenn ich die Fitness eben steigere, ich dann auf diesen klassischen Geh-Assessments, 6 Minuten Gehtest, das wäre jetzt die Gehstrecke, also länger gehen können, und so ein 25 Fuß Gehtest, 25 Fuß, das sind circa 3,68 Meter, so eine ganz krumme Zahl, wo man ganz schnell gehen lässt, das heißt, das wäre die Geschwindigkeit, und beide Tests werden halt positiv durch die erhöhte Fitness daneben beeinflusst. Also obwohl ich dann auf dem Hometrainer trainiere, tue ich hinter den Kulissen eben auch die Gehfähigkeit verändern und verbessern. Ja. Das ist halt ganz wichtig. Weil mein Herz stimuliert wird und weil ich besser Luft kriege und genau. Und das sozusagen mal in ganz einfach, ne? Respiratorisch und kardiologisch ist immer das, dass das wirklich auch wirklich jeder da draußen versteht. Genau. Gibt es denn bestimmte HIIT-Übungen, die auch bei mittlerer bis starker Einschränkung funktionieren? Also wenn ich jetzt wirklich schon einen höheren EDSS-Wert habe und da vielleicht auch ganz große Schwierigkeiten Gleichgewicht. Also ist es immer der Hometrainer oder gibt es dann noch andere Sachen, die ich machen kann? Also der Hometrainer, der funktioniert so aus meiner subjektiven Erfahrung bis zu einem EDSS von 6,5. Genau. Und ab 7, 7,5 wird es dann so von der Koordination einfach zu schwierig und eher unrealistisch, dass ich Drehzahlen über 50 erreiche. Und das ist halt so ein bisschen für das Radfahren wichtig, dass ich nicht irgendwie eine Pedale dreht, sondern dass ich so eine Grundkadenz von mindestens 50 Umdrehungen halten kann. Und wenn das dann nicht mehr geht, dann ist es die Aufgabe von mir als Experten, die betroffene Person jetzt zu überzeugen, dass eben die Arme und der Oberkörper die Beine werden. Und dass ich die Arme eben einsetze. Und die Fitness bleibt ja Fitness. Das heißt, dem System ist es egal, ob ich mit den Beinen arbeite oder mit den Armen arbeite. Das heißt, auch an der Handkurbel, so einem Handkurbelergometer, lässt sich die Fitness erhöhen und werden sich diese Gehfähigkeit Untersuchungen, diese Tests eben dann verändern. Weil das hängt halt von der Fitness ab. Und das ist aber dann, das ist immer sehr schwierig, eben so den Betroffenen eben klarzumachen, weil die Beine halt natürlich einen sehr großen und hohen Stellenwert haben. Und wir ja als Mensch mit dem aufrechten Gang halt wirklich, das Gehen ist halt sehr dominant. Und wenn das nicht mehr geht, dann ist das erstmal ja so eine ziemlich krasse Einschränkung in dem Moment. Und dann diese Offenheit haben, dass das jetzt weniger eine Rolle spielt und ich ja mit dem Oberkörper halt auch genauso viel erreiche. Und dann hat es halt ganz viele effiziente Hilfsmittel, wie so elektromechanische Kurbeln, die ich an meinen Rollstuhl docken kann und ich dann wie so ein Handcycle viel effizienter als mit den Armen daneben auf einmal fahren kann. Und ich habe da so 3 Betroffene in Valenz, die machen jedes Jahr so eine Spendenfahrt. Die fahren dann mit diesen Tricycles, fahren die von Frankfurt am Main nach Zürich. Zum Beispiel wow. Über 650 Kilometer täglich. Wow. 50 bis 70 Kilometer, genau, wow. Und die haben ein EDSS von 7, 7,5, der eine, 7, der andere. Und die leisten da halt wahnsinnig viel in dem Moment. Aber es war halt auch, diese Touren, die macht er seit 2012 und seit 2015, 16 wurde das Radfahren halt
ja, immer schwieriger und 2016 auf 17 dann unmöglich eigentlich. Und das war für ihn in dem Moment, war das halt eine krasse Einschränkung. Mhm. Bis er dann irgendwann im 19 sich mal diese Kurbel angeschafft hat und dann gesehen hat, ja, wie krass ist das denn? Und jetzt spielt er Rollstuhl, Badminton und macht eigentlich alles mit dem Oberkörper und hat die Beine sind ihm sowas von egal. Aber das ist halt, es ist so ein Verarbeitungsprozess und ja, es ist dann auch, dass jeder anders und das muss dann jeder für sich sehen. Und wenn ich gut begleitet werde, dann geht es vielleicht einfacher und rascher. Aber das ist dann auch ganz wichtig, dass man dann als Therapeut und Trainer daneben so die Arme und den Oberkörper immer mehr in den Vordergrund rückt eben. Mhm. Am Ende geht's halt um die Fitness und um die körperliche Aktivität dann. Und dann ist auch klar, dass irgendwann ab 8,5, das Höchste, was ich gesehen habe, war 9. Ja, dann ist es auch, die sind dann so schwer betroffen und dann ist die Bewegung halt wirklich so minime Bewegungen, ja. Aber total schönes Beispiel und die ganzen positiven Effekte habe ich ja dann trotzdem, ne, auf meine Psyche, auf vielleicht ein bisschen geringere Fatigue, dass ich besser schlafen kann, wenn ich halt meine Fitness nach oben bringe. Und das ist ja wichtig. Und ich meine, klar, immer versuchen, so viel wie möglich zurückzugewinnen beziehungsweise zu erhalten. Aber je nachdem, wie heftig die MS ist, kann es halt auch sein, so langsam wie möglich Boden gegen die MS zu verlieren. Ne? Das ist ja immer eine individuelle Sache. Jetzt ist es ja nicht so einfach, für die meisten zumindest, Sport in den Alltag zu integrieren. Was hast du denn für Tipps, wie man so HIIT-Übungen einbauen kann und das vor allen Dingen, da hatten wir uns in einem Telefongespräch vorab unterhalten, dass auch nach Ende der Rehabilitation, dass nicht immer nur die Rehabilitation sozusagen so ein Leuchtturm ist, sondern ich es auch schaffe, das irgendwie beizubehalten und möglichst dann nicht wieder bei Null anfange, wenn ich vielleicht ein Jahr später oder zwei Jahre später wieder zur Reha gehe. Also es muss halt pragmatisch sein und Sport ist jetzt wahrscheinlich schon ein Begriff, wo die meisten oder einige vielleicht dann schon so zurückschrecken und dann denken, ja, Sport, sich maximal messen mit einem Gegner, das kann ich, mag ich, will ich nicht. Das heißt, ich würde einen Schritt zurückgehen und dann sagen, dass es körperlich aktiv sein bedeutet. Und das ist sehr realistisch. Das heißt, dann schaue ich, dass ich halt aktive Momente eben dann einbaue. Und cool wär's, wenn es eben 150 Minuten moderat ist und je intensiver das ist, desto weniger brauch es, desto weniger Zeit brauch es. Und da macht es ganz sicher auch mal so wie so ein Konto, mal so zu gucken, wie sieht so eine Woche von mir denn eigentlich aus? Ich werde wahrscheinlich dichtere Tage haben und ich werde weniger dichte Tage haben. Wo lasse ich jetzt in dieser Woche Energie? Halt wie so ein Konto. Einnahme, Ausgaben. Und dann definiere ich halt Tage, die jetzt total dicht sind und wo ich viel Energie lasse. Und da macht es auch überhaupt gar keinen Sinn, da jetzt mein körperliches Training oder diese körperlichen Aktivitäten einzubauen, weil das System eh schon mental, kognitiv und physisch eben am Limit läuft. Sondern ich baue diese körperliche Aktivität einen Tag später, wo der Vormittag komplett frei ist. Da setze ich dann eben die Stunde, halbe Stunde, Stunde, baue ich dann ein. Dann weiß ich, ich habe genügend Zeit, gemütlich aufzustehen, mich zu fokussieren, in die Aktivität zu gehen und hinten raus, weil der Vormittag eben frei ist, dann noch runterzukommen. Und je mehr ich das dann eben schaffe, das Ganze zu strukturieren, desto eher wird dann diese körperliche Aktivität eben zu einem Training. Und das Strukturieren bedeutet dann, dass ich dann eben diese ausbrechenden Momente aus dem Alltag, die nennt der Experte eben so eine Overload. Das heißt, ich baue einen Zustand auf, wo ich mich physisch eben ausschöpfe. Und je regelmäßiger ich das schaffe, werde ich halt merken, dass ich halt gerade in den ersten Momenten halt recht rasch eben Fortschritte mache. Und das wird halt
über die Zeit wird das halt immer schwieriger, weil das System halt immer fitter wird, diesen Fortschritt daneben einzubauen. Aber er muss eingebaut werden. Und dieses Müssen ist quasi die Struktur. Und am Ende bedeutet dieses Müssen eben das Training. Das wäre dann halt das Training. Also ich strukturiere diese körperliche Aktivität, dass ich immer einen Overload habe. Und dass ich immer einen Overload habe, bedeutet, dass ich halt immer Progression habe und das Niveau immer individuell an diesen neuen Zustand eben anpasst. Und das bedeutet, dass ich halt dann immer wieder neu dann auch nach 1-2 Trainingswochen eben nochmal in diese Belastungsuntersuchung gehe. Dass ich das dann halt immer wieder anpasse. Genau, da brauchst halt dann eine gute Betreuung, es braucht halt ein gutes Netzwerk und am Ende, wenn ich halt das Netzwerk nicht habe, ist auch klar, dass es dann unrealistisch ist, das dann halt zu machen. Aber je regelmäßiger ich es schaffe, diese Regelmäßigkeit, das ist halt das A und O, rauszugehen, wenn ich es wirklich schaffe, 3-mal die Woche das zu machen, das würde halt schon reichen eigentlich. Das würde dann eigentlich schon reichen. Und je motivierter ich bin, es macht jetzt keinen Sinn, einem, der eher läuft, das Radfahren daneben aufzuschwatzen oder umgekehrt einem Läufer das Radfahren aufzuschwatzen, sondern je motivierter ich bin, desto eher bleibe ich auch dran. Und es muss halt zu so einem Ritual werden, wie so das Zähneputzen. Und Zähneputzen, das mache ich jeden Morgen, ich mache es jeden Abend, es ist nicht viel und wenn ich es nicht mache, ist auch okay, aber dann habe ich ein schlechtes Gewissen und darum geht es so, dass ich halt meine 3 Tage habe, die ich halt durchziehe und dann gibt es sicher Momente, wo ich das dann mal nicht habe und dann ist es auch nicht tragisch, aber ich habe halt das schlechte Gewissen und ich bleib halt eben dran und lass den Schweinehund nicht sich einschleichen und ich lass wieder los. Das ist dann eben das Problem. Genau. Und wenn es einem gut geht, kann ich bloß sagen, rein für die Flexibilisierung, dann kann man auch, also ne, ich bin extrem gering betroffen. Ich habe zum Beispiel gestern Abend von 23 Uhr bis Mitternacht eine halbe Stunde Salsa vorm Rechner gemacht. Und die macht ganz gut los und mit, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie viele extra Kilos ich jetzt schon habe mit dem dicken Bauch. war das auch schön und ich konnte dann auch deutlich besser schlafen und habe auch wegen meiner gefühlten Dauerinfekt hier ein kurz zumindest auch mal Kopfstand gemacht und das ging dann auch schon wieder besser als den Tag zuvor. Der Druck auf den Kopf war nicht so groß. Also ich finde das immer wieder bemerkenswert, wenn man eine Weile bestimmte Sportarten nicht gemacht hat und dann wieder einsteigt, wie schnell man positive Effekte hat. Leider verliert man es auch immer die andere Richtung relativ schnell. Aber da kann man ja wirklich gucken und ich bin da auch ein ganz großer Fan von Sachen ausprobieren und dann das Richtige finden. Die einen brauchen halt den Druck durch die Gruppe, die anderen oder durch den Trainer, ne? Die anderen machen es gerne für sich, weil sie, was weiß ich, die individuelle Zeit brauchen. So wie ich, weil ich Podcasts aufnehme, Kind habe und so Späße. Aber da muss man gucken und auf jeden Fall dranbleiben ist ganz wichtig. Und je nachdem, man kann ja auch, gibt's auch so was Schönes, Don't Break the Chain oder so, dass man sich irgendwo Aufkleber, Strichliste, was auch immer, irgendeine Art findet, wie man sich motiviert, dran zu bleiben. Welche Unterstützung kann denn ein Physiotherapeut vor Ort bieten, um sicherzustellen, dass die Übungen korrekt und regelmäßig ausgeführt werden? Ja, schon. Das ist ja dann so die Schnittstelle quasi. Das heißt, mir geht's dann ja auch nicht immer gleich, sondern die Symptome, die schwingen ja wie so eine Tagesform, man geht's mal schlechter, dann geht's wieder besser. Und in den Momenten, wo es wieder schlechter geht, dann ist vielleicht auch so eine gewisse Unruhe, Nervosität da. Ist es jetzt ein Schub? Was ist es jetzt? Ist es Fatigue? Was ist das? Und da kann die Expertin, der Experte natürlich dann flankierend super Support eben dann bieten und dann halt so eine gewisse Nervosität nehmen und eben dann aufzeigen, dass obwohl es mir gerade nicht so gut geht, ich ja physisch doch sehr viel leiste und sie dann ausprobieren lasse, was halt heute dann eben geht und
Das ist halt das eine. Und das andere ist dann halt immer wieder diese individuelle, das Individuelle daneben aufrecht zu erhalten, dass man dann halt die Trainingsintensität daneben individuell anpasst, dass man, wenn eben das Niveau nach oben geht, dass ich dann eben auch mit der Dosis nach oben gehe. Und dass ich überhaupt dann eben das so verfolge dann eben miteinander als Team. Genau, was sagst du denn, was würdest du denn sagen, entschuldige, was ist so eine gute Zeitspanne, um sichtbare Ergebnisse realistisch zu messen? Du hast vor uns was gesagt, so ungefähr nach 2 Wochen mal anpassen. Was würdest du sagen, ganz grob, ich meine, man kann das nicht über die Breite der MS-Patienten, das ist schon klar, aber so vielleicht den groben Leitfaden, wie oft man sich anschauen sollte, ob man an der Intensität was anpassen sollte. Also gerade wenn ich halt Einsteiger bin, wenn ich jetzt ganz neu eben wo reinkomme oder anders, wenn die Betroffenen eben zum ersten Mal zu uns kommen, dann kommen sie ja, weil irgendwie was schlechter ist und sich eben wahrscheinlich über die Zeit eben aufgebaut hat. Das heißt, da würde ich als Experte, würde ich so antizipieren, dass es dann wahrscheinlich eine längere Phase der Inaktivität eben gegeben hat. Und wenn wir die jetzt eben anfangen, in der stationären Reha körperlich aktiv eben dann aufzubauen, dann haben die halt einen Wahnsinn, machen die innerhalb der ersten Trainingstagen einen wahnsinnigen Sprung. Das heißt, dann hat es im Bereich der Kraft zum Beispiel, da hat es locker, hat es 300-400% Kraftzuwächse. Das kann nicht sein. Doch, es kann schon sein, weil sie halt so weit weg vom Referenzwert sind zu Beginn. Und wenn ich jetzt eben anfange, mit der Dosis so mal annähernd an diesem Referenzwert einsteige, eben zu trainieren, dann machen die Muskeln halt auch einen wahnsinnigen Sprung. Und wenn ich dann nicht dranbleibe, dann ist es zwar ein gutes Gefühl, aber genau, man stagniert dann eben wieder. Das heißt, gerade so in den ersten Momenten ist es halt doch sehr sinnvoll, dass ich dann da den Experten habe, der dann eben so die Dosis, die Intensitäten eben dann anpasst. Beim Ausdauertraining ist es nicht ganz so rasch wie beim Krafttraining. Also da ist dann wirklich innerhalb der ersten 3 bis 5 Trainingstagen habe ich einen wahnsinnigen Sprung. Das geht dann wahrscheinlich 14 Trainingstage, bis man da so merkt, dass man besser durchkommt, besser über die Zeit kommt, dass sich die Widerstände eben mit viel weniger Aufwand, Herzfrequenz, die sich absenkt, höherer Watt, tieferer Herzschlag, das geht dann so 14 Trainingstage. Und da, genau, ist halt der Coach dann eben wichtig, dass er dann halt eben diese Progression aufrechterhält, dass er dann eben die Dosis daneben anpasst, dass er dann eben auf dem Rad daneben mit der Wattzahl nach oben geht, dass man das dann halt wieder anpasst in dem Moment. Genau. Genau. Und wir sprechen hier natürlich immer, fällt mir bloß gerade so auf, weil für die meisten ist Progression ja immer mit MS was Schlechtes, aber wir sprechen hier natürlich von dem positiven Fortschritt, ne, für dich da draußen. Steigen lassen von einem Widerstand, einfach mit einer höheren Intensität. Genau. Welche Anzeichen weisen denn darauf hin, dass der Trainingsplan angepasst oder modifiziert werden muss? Sagen wir mal vorsichtshalber in beide Richtungen, weil natürlich kann auch immer mal sein, die MS schlägt irgendwie zu, ne? Oder ich habe einen starken Infekt, dann sollte ich vielleicht auch nicht so dolle trainieren, wenn ich jetzt gerade eine Grippe habe oder sowas. Ja, also beim Krafttraining kann man das eigentlich recht gut so bildlich darstellen. Das heißt, ich sollte so 8 bis 10 Wiederholungen sollte ich machen. Und so der Klassiker ist das Ganze dann über 3 Sätze. Das heißt, ich mache 3 Sätze, 8 bis 10 Wiederholungen und nach diesem 3. Satz bin ich ausgeschöpft. Wenn ich einen 4., 5. Satz dran schieben kann, dann ist es spätestens jetzt Zeit, eben mit dem Gewicht mal deutlich nach oben zu gehen. Weil das Ziel wäre, dass ich nach diesem 3. Satz ausgeschöpft bin. Ermüdete Muskeln. Weil ich maximal 1-2 Wiederholungen noch machen kann. Dann wechsle ich die Maschine und mit dem Wechsel der Maschine wechsle ich die Muskelgruppe und dann wird die nächste Muskelgruppe ausgeschöpft. Oder auf dem Rad, dass ich halt einfach Stunden weiter fahre. Dass ich 1-2, 1,5 Stunden, dass ich da einfach
weiterfahre, ohne dass ich groß ermüdet. Moby Dick durchhören kann und nicht müde werde. Da ist was schiefgegangen. Da habe ich nicht hart genug trainiert, genau. Welche Herausforderungen können denn während des Trainings auftreten, jetzt bezogen auf MS-Symptome, und wie können diese bewältigt werden? Weil ich weiß, ich hatte den Professor Dr. Zimmer da, und der hatte natürlich gesagt, am Anfang kann das erstmal kurzzeitig einen negativen Effekt haben, ne, wenn ich stark trainiere, der dann relativ schnell weg ist, aber kann sich erstmal negativ anfühlen. Jo, das ist ja bei uns allen ist es so. Das heißt, Actio est Reactio, wenn ich einen Reiz setze, dann ist klar, dass dieser Reiz eben eine Folge, ein Ergebnis daneben produziert. Das heißt, wenn ich jetzt Trainingseinsteiger bin und ich mache diese 8 bis 10 Wiederholungen oder ich fahre auf einmal eine Stunde auf dem Home Trainer und ich bin es nicht gewohnt, dann kriegt das System natürlich auf allen Ebenen, muskulär, immunologischerseits, einen wahnsinnigen Reiz zugeführt, der dann eben natürlich auch ein riesiges Echo hat, weil das System noch nicht gelernt hat, eben mit diesen Reizen daneben umzugehen. Das heißt, im Anschluss an das Training habe ich halt ein Portfolio an Symptomen, die dann ganz individuell sein können und die vorübergehend subjektiv mein Empfinden halt negativ beeinflussen. Das kann dann wirklich bis hin zu 15 Minuten einfach nicht gehen können oder dass ich wirklich so ataktisch zittrig lauf. Manche sagen, sie haben so Ameisenlaufen, ein Surren in den Muskeln. Aber das Ganze ist halt vorübergehend. Und spätestens nach 20, 30 Minuten, wenn man dann in die Pause geht, sich dann regeneriert, merkt man dann, dass das System wieder ins Gleichgewicht kommt. Und dann habe ich so ein Fenster ab so einer Stunde nach der Belastung, wo es sogar deutlich besser geht und wo die Betroffenen dann auch berichten, dass die Gehfähigkeit sich subjektiv deutlich verändert, positiv verändert und dass es besser geht. Das sind so 60 bis 90 Minuten und dann spätestens nach 90 Minuten, dann ist es wieder normal. Also dann ist es wieder genauso wie vorher. Und je trainierter, je fitter, also je belastungstoleranter ich werde, desto besser verarbeitet das System daneben dieses Echo. Und dann merke ich halt nach 10 Trainingstagen, dass das Gehen sich gar nicht mehr verschlechtert. Dass das Surren zwar noch da ist, aber nicht mehr in dem Maße surrt wie zu Beginn des Trainings. Und dann merke ich halt, oha, es verändert sich was. Und das sind daneben diese Trainingseffekte, wo ich dann merke, dass ich belastungstoleranter werde. Und ja, gut, genau. Immer mehr brauche, bis das System wieder in diesen Zustand gebracht wird. Aber es braucht halt viel mehr Reiz. Der kann jetzt auch mental sein, dass ich dann durch das Training dann auch die Woche viel besser durchstehe, dass ich auf der Arbeit auch präsenter, fokussierter bin. Also das hat dann auf verschiedenen Ebenen eben dann die Auswirkungen dann eben dieser Trainingseffekt. Genau, falls du also da draußen gut befreundet mit deinem inneren Schweinehund bist, hör ihm nicht zu, wenn er dir erzählen will, siehst du, hättest du mal besser nicht trainiert, jetzt geht's dir schlecht. Es braucht einfach, das ist ja ein relativ kurzer Moment, ich meine 10 Trainingstage und dann geht's mir schon ein ganzes Stück besser, dann habe ich nicht mehr mit diesen vielleicht kurzzeitig, also so ein bisschen wie Utterphänomen zu tun, ne, dass meine Symptome sich temporär schlechter anfühlen. Also bitte, bitte, bitte hör auf diesen Schweinehund nicht. Trainiere weiter und dann wird der Schweinehund auch immer kleiner und immer leiser, dann hat er nämlich nicht mehr viele Argumente. Gibt es denn, provokativ gefragt, irgendwelche Gründe, warum ein HIIT-Training möglicherweise nicht oder nicht mehr ratsam ist? Also sobald ich halt kardial eingeschränkt bin, also wenn ich kardiovaskuläre oder kardiopulmonale Risikofaktoren habe und die da bestehen, dann ja, es ist halt wie bei allen auch, das muss halt gut medizinisch abgeklärt sein, dass ich da eben medizinisch das okay bekomme, dass ich das mache. Genauso wie mit orthopädischen, wenn ich da jetzt frisch operiert bin, neues Kniegelenk oder Hüftgelenk bekommen habe, dann sollte ich jetzt auch nicht innerhalb der ersten 10 Tage nach der OP
sofort auf das Rad gehen. Und wenn da Belastungslimiten von dem Operateur drin sind, dann muss ich natürlich diese Limiten eben einhalten. Aber das ist ja klar, genauso wie bei der Herzdiagnose. Und dann gehe ich davon aus, dass die Betroffenen eigentlich jetzt so gesehen kardiovaskulär eben gesund sind. Und dann gibt es eigentlich keine Einschränkungen mehr. Genau, und das ist ja auch total reizvoll, wenn man es schafft, das zu verhindern, weil dann hat man nämlich deutlich mehr Optionen. Wie es immer so schön heißt, die Komorbiditäten. Also ich möchte, wenn ich MS habe, möglichst nicht noch irgendeine andere Erkrankung dazu bekommen. Und da kann Sport total gut bei helfen. Jetzt mal kurz sozusagen der kleine Werbeblock-Hit. Wie kann denn regelmäßiges Hit-Training dazu beitragen, die Lebensqualität von MS-Patienten langfristig zu verbessern? Jetzt deine Chance zu all die Argumente nochmal aufzuzählen. Wir kommen nämlich langsam zum Ende unseres Interviews. Also das eine ist, dass ich mich emotional, das heißt, egal was ich mache, wenn ich es schaffe, 10, 15 Minuten spazieren zu gehen, dann werde ich halt sofort einen Einfluss auf die Emotionen haben. Das heißt, ich werde mich einfach besser fühlen. Und je besser ich mich fühle, desto mehr Vertrauen ich in meine Struktur bekomme, dass diese Struktur ja eben auch belastungstolerant ist, desto eher werde ich durchhalten. Und der Kopf spielt halt so eine wichtige Rolle. Und wenn der Kopf da ist und wenn ich das Vertrauen habe, dann muss ich eigentlich gar nicht so trainiert sein und werde es trotzdem schaffen, 40, 42 Kilometer dann eben durchzufahren, einen Marathon zu laufen. Weil das hängt dann von dem Kopf ab. Und die Belastungstoleranz und das Vertrauen in die körperlichen Strukturen, die ist halt eben immens wichtig. Und da wird eben ein regelmäßiges Training ganz sicher dieses Vertrauen halt eben steigern. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Hit, weil eben wirklich das Fahren am Limit ist halt wirklich so schwierig. Und dass man das halt wirklich eher runterbricht auf ein regelmäßiges körperlich aktiv sein, was ich dann eben über 150 Minuten pro Woche dann eben einbaue, eine gewisse Regelmäßigkeit dann eben reinbekomme. Und dann werde ich ganz viele von diesen positiven Effekten auch schon merken. Sehr gut. Jetzt habe ich war einmal bisher bei einer Reha, das war nicht explizit eine MS-spezialisierte Klinik, die konnten halt meine Tochter mit betreuen und das in Corona-Zeiten. Lustigerweise war da die Ernährungsberaterin, die hat gesagt, die Ernährung ist so viel wichtiger als der Sport. Könntest du bist natürlich auch ein bisschen voreingenommen aus deiner Perspektive, aber kurz sagen, wie du das sportliche Training sozusagen oder die sportliche Aktivität, die körperliche Aktivität in den umfassenden Ansatz zur Bewältigung oder zum Leben mit einer MS einordnen würdest? Welche Rolle das so spielt? Ich meine, ich würde es nicht ganz so dogmatisch sagen wie diese Ernährungsberaterin, aber irgendwo hat sie ja schon recht. Und Lebensstil beinhaltet ja neben dieser körperlichen Aktivität ja auch eben die Ernährung. Aber da ist genau dasselbe. Es muss halt pragmatisch sein. Und jetzt hat es da so viele Diäten. Und das macht sicher keinen Sinn, die MS-Betroffenen durch die Stadt zu hetzen, weil es am Nordende von Dresden hat es diesen Laden, wo ich dann eben diese paläontologischen Steinzeitprodukte bekomme. Und das macht keinen Sinn, weil ich dann wieder so einen riesigen Aufwand habe. Da muss ich halt in den öffentlichen Nahverkehr, ich muss da hinfahren, um diese Produkte dann eben zu holen. Und die Literatur ist sich da so ein wenig uneins, aber wo sie sich doch einig ist, wenn ich es schaffe, diese mediterrane Diät aufrechtzuerhalten. Und mediterran bedeutet eigentlich das, was man weiß. Alles ist frisch, hochwertige Öle, wie zum Beispiel natives Olivenöl, wenig rotes Fleisch, sondern wenn ich Fleisch konsumiere, dann eben Huhn oder noch besser Fisch. Einmal in der Woche genehmigt die mediterrane Diät auch rohes Fleisch. Und der Vorteil von dieser mediterranen Diät ist eben diese eine Alkoholeinheit. Ich darf auch ein Glas Rotwein, ein Glas Weißwein und ein Bier trinken. Das heißt, die hat auch deutlich mehr Genuss, lässt die zu, als diese dogmatischen Steinzeit-Diäten und was das nicht alles hat. Und
Intervallfasten, ich hungere mich irgendwie gesund, das, come on, das Leben muss ja auch irgendwo ein bisschen Freude machen. Und da zeigt die Literatur aber, dass eben diese mediterrane Diät, dass die halt wirklich einen deutlichen Vorteil hat und nicht viel schlechter wirkt als jetzt das Intervallfasten und oder paläontologisch. Und wenn ich das dann einbaue, meine Diät ein bisschen umstelle, weniger Fleisch, mehr frische Gemüseprodukte, wenn Fleisch, dann Fisch und dazu noch körperlich aktiv sein, ich glaube, dann mache ich so viel richtig. Zumindest gemäß der WHO und da werde ich so viel Effekte, werde ich sofort merken innerhalb von 10 Tagen, dass es mir halt doch deutlich besser geht. Genau, dass das so müsste es dann sein. Und das ist auch realistisch, würde ich jetzt behaupten, das dann umzusetzen. Genau, das kann man auch länger durchhalten, nicht bloß mal kurzzeitig wie diese speziellen Diäten. Und vor allen Dingen, das sind halt Sachen, also was ich immer sozusagen als selber MS-Patientin gut finde, sind eben Sachen, die kann ich machen. Ne? Ich mache persönlich auch meine Therapie, aber ich versuche auch in meinem Lebenswandel die Sachen umzusetzen, die sinnvoll sind und mich aber nicht so stressen, dass es mich dann schon wieder nervt und ich damit aufhöre. Genau, da kommen wir kurz zur Blitzlichtrunde. Vervollständige den Satz. Für mich ist die Multiple Sklerose. Für mich ist eine Erkrankung mit vielen Symptomen, die aber am Ende des Tages doch sehr gut handelbar ist. Ja. Welchen Durchbruch in der Forschung und Behandlung zur MS wünschst du dir in den kommenden 5 Jahren? Dass man unter Umständen es schafft, mit diesen mRNA-Impfungen die neue Generation an Betroffenen, dass man es unter Umständen schafft, da eben so eine Impfung hinzukriegen. Das wäre schön. Dass sich dann die MS halt dann quasi wegimpft, dass sich dann eben die Kinder oder die Babys, die Kinder, die Jugendlichen dann eben impfen kann und dass dann so die heranwachsende Generation, dass die dann irgendwann MS-frei ist in den nächsten 10 Jahren. Das wäre hübsch. Welche Internetseite kannst du zum Thema MS empfehlen? Sofern du kannst. Internetseiten. Da würde ich jetzt, wenn wir jetzt in der Schweiz wären, da würde ich sofort auf die Schweizerische MS-Gesellschaft verweisen, die wirklich Top-Sachen eben anbietet von Beratungen. Und ich gehe mal davon aus, dass die deutsche MS-Gesellschaft das dann eben ähnlich macht. Gerade in so dem Support, in dem finanziellen Support, hat die dann wirklich super Beratungen, wo man auch anonym daneben anrufen kann, sich dann beraten kann. Da würde ich auf die Schweizer MS-Gesellschaft verweisen, respektive die deutsche MS-Gesellschaft. Genau, packe ich auf jeden Fall auch rein, die Links in die Shownotes. Und die sind gut, ich gucke da auch öfter mal nach. Also die Schweizer mag ich auch, sind gut strukturiert. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch was mit auf den Weg geben? Ich meine, du hast viel uns schon mitgeteilt. Gibt's noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Ja, bleiben Sie aktiv, bleiben Sie fokussiert und interessiert und ja, so bleiben wir dann alle für immer 31. Naja, ich bin schon 43, aber okay. Ja, aber auf jeden Fall, dann kann man noch, also ich meine, ich mache relativ viel Sport und verhalte mich gesund, insofern hat sozusagen mit der späten Mutterschaft noch geklappt und alle Tests haben auch gezeigt, bisher ist alles super mit dem Kind. Also sind ja auch schöne Effekte. Wo findet man dich und deine wissenschaftlichen Arbeiten im Internet, Jens? Ah, man kann einfach Vorname, Nachname oder Nachname, Vorname. Und wenn man das dann noch mit Kliniken Valenz verbindet, da wird man wahrscheinlich recht viel finden über mich. Sehr schön, wunderbar. Lieber Jens, ich danke dir. Vielen Dank für auch all das, was du rausgefunden hast, wie du Leuten natürlich vor Ort hilfst und dass du mein Gast warst. Viele Grüße in die schöne Schweiz und genau, danke für das motivierende Interview zum Thema Macht mehr Sport, bewegt euch. Dir, Nele, und man kann mich natürlich auch persönlich Vorname.Nachname@kliniken-valenz anmailen. Da habe ich keine Probleme mit, also wenn Fragen da auf den Fingernägeln brennen, dann einfach frech sich einfach bei mir sehr gerne melden. Und ja, wirklich, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich hier
meine Erfahrungen berichten und kundtun konnte. Danke dir nochmal für die Einladung. Sehr gerne, genau. Und deine E-Mail packe ich auch rein, haha, damit die Leute gar nicht ersuchen müssen, sondern es ganz einfach geht. Danke, tschüss. Prima, danke. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du hast vielleicht auch ein paar Anregungen mitgenommen, wie du das HIT-Programm in deinen Alltag integrieren kannst und warum es durchaus Sinn macht, sich da einen Experten, eine Expertin an die Hand zu holen, um wirklich das Maximum rauszuholen. Denn ja, den inneren Schweinehund selber so richtig zu besiegen, ist immer schwieriger, als wenn einem vielleicht jemand dabei unterstützt. Übrigens geht's beim nächsten Mal wieder um Bewegung, und zwar wie Bewegung MS-Symptome lindert und das Immunsystem stärkt. Da habe ich für den englischen Podcast mit Professor Ulrik Dalgas von der Aarhus-Universität in Dänemark gesprochen, über ganz viele verschiedene Studien. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Interview. Ich spreche also beide Teile da wieder ein. Ist im Rahmen der Unterstützung durch die gemeinnützige Hertie-Stiftung entstanden. Also an der Stelle nochmal vielen Dank. Und ja, einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Und denk dran, ich freue mich natürlich immer, wenn du den Podcast irgendwo bewertest, je nachdem, wo du bist, auf welcher Plattform. Wenn du anderen vom Podcast erzählst, wenn du mir deine Ideen, Meinungen, Wünsche schreibst oder mir auch irgendwo Kommentare hinterlässt, damit andere vielleicht auch auf den Podcast aufmerksam werden. Das ist natürlich immer super. Und dann bleib so aktiv wie möglich, mach das Beste aus deinem Leben und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin. Tschüss. Danke, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Vielleicht interessieren dich auch die bereits erschienenen Episoden und Beiträge, die du unter ms-perspektive.de/podcast findest. Du kannst auch ein kostenloses PDF mit 11 Tipps für deine positive Einflussnahme auf die MS unter ms-perspektive.de/newsletter erhalten. Wenn du mit mir in Verbindung treten möchtest, erreichst du mich unter ms-perspektive oder auf Instagram unter ms.perspektive. Bis zum nächsten Mal.